Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten ja bei den Valentinstagsquests weitermachen bei Derek. Und es ist eine Quest aufgegangen bei Donald und auch bei Catherine. Ich habe fleißig Zeugs abgegeben. Und dann sind da einige Quests aufgegangen. Ich würde sagen, wir fangen bei Derek an. Oh nein, nicht schon wieder. Hallo Brielle, der Wind hat alle meine Briefe weggeweht. Eine Windböe hat alle Briefe gepackt und schwupp, weg waren sie. Sie müssen überall in Jorvik verteilt sein. Was sollen wir denn jetzt machen? Nein. Oh, ich weiß nicht. Wenn du irgendwelche Briefe findest, kannst du sie ja gleich austeilen, oder? Du machst das? Juhu, du bist die beste, Brielle. Wenn du also einen Brief findest, musst du herausfinden, für wen er ist. Der Empfänger wird sich sicherlich sehr freuen und dir ein kleines Geschenk machen. Okay, das heißt, es werden hier irgendwo Briefe rumliegen, so wie ich das sehe. Wahrscheinlich kann man die finden, muss sie aber nicht finden. Ich weiß nicht, haben wir eine Quest jetzt? Nein. Okay, wahrscheinlich ist das so ein Zusatzdingensinn. Dann gucken wir einfach mal bei Donald. Vielleicht finden wir ja einen Brief, wenn wir Glück haben. So, Donald. Hallo? Hallo. Während du unterwegs warst, wollte ich meine Augen holen. Aber ich konnte sie nirgends finden. Er wollte seine Augen holen? Ich habe meine Sachen immer in Ordnung, dachte ich jedenfalls. Aber ja, in den letzten Tagen bin ich wirklich vom Unglück verfolgt. Okay, der wollte seine Augen holen. Ich gehe mal davon aus, das soll Brille heißen oder sowas. Wenn der seine Augen holen wollte, dann tut er mir echt leid, wenn der die holen muss. So, die Leute sagen, ich bin ein Pessimist, aber ich bin nur realistisch. Ich gehe davon aus, dass die Dinge einfach schief gehen können. Und meistens tun sie das ja auch. So, und jetzt sind meine Augen weg. Oh, entschuldige, ich meine natürlich nicht meine Augen. Okay, das soll so sein, alles klar. Die habe ich im Kopf, haha. Ich nenne es nur Augen. Eigentlich sind es kleine, runde Steine. Wie auch immer, der Schmied Konrad Marzen hat sie mir gegeben. Und ich würde sie jetzt wirklich brauchen. Wozu? Hust. Hat was mit der Arbeit zu tun, genau. Ich nehme an, dass du etwas viel Wichtigeres zu tun hast und schon hundemüde bist. Aber falls, sagen wir einfach einmal falls, also falls du willst, kannst du gerne losreiten und die Augen für mich holen. Also Steine bei Konrad Marzen. Du wolltest gerade losreiten? Oh, du bist wirklich mein Glück im Unglück. Das muss ich schon sagen. Danke, dass du losreitest und die Augen für mich holst. Hust, ich meine die Steine von Konrad Marzen. Okay, dann hat sich das ja doch noch geklärt. Ich war echt geschockt. Ich denke so, Augen? Der hat die Augen verloren? Okay, das heißt, wir müssen zu Konrad. Da gehen wir doch gleich mal vorbei. Und schauen mal, ob wir da die Steine kriegen. Molland. Ach, da hätten wir ja auch den Abholservice nutzen können. Naja, nicht so schlimm. Das ist schon okay. So, Konrad. Uäh. Ja. So. Guten Tag, Brielle. Wie geht es meiner Lieblingsreiterin heute? Gut, danke. Selber? Das war das, ne? Ja. Ausgezeichnet, es geht mir ausgezeichnet. Danke der Nachfrage. Wenn ich recht verstanden habe, bist du hier, um etwas für den Schneider Donald abzuholen. Das, was er möchte, ist Bernstein, den ich für ihn geschliffen habe. Das ist nicht schwer, aber ich brauche Hilfe beim Einsammeln der Steine. Reite runter zum Strand und suche nahe am Wasser. Ich will, dass du nach dunklem Jorvikschen Bernstein suchst. Jorvikschen Bernstein gibt es in den verschiedensten Farben, aber nur den dunklen gibt es hier in Morland. Dieser dunkle Jorviksche Bernstein wird von den Wellen angespült, wenn du also am Strand entlang reitest, hinter den Morlandstellen und dem Häuschen, in dem Mrs. Holzbürstel wohnt, dann wirst du ihn finden. Okay. Bin ja gespannt, was das damit auf sich hat. Das wird wahrscheinlich eine Art Glücksbringer sein oder so. Für Donald. Und die hat er absolut nötig. Deswegen beeilen wir uns, dass er die auf jeden Fall bekommt. Hausecke. So, bei Frau Holzwurst hatte ich ja heute Morgen schon die Farbe abgeholt für Donald. Ich wollte mal eben ganz schnell gucken, ob ich.
Okay. Nicht so viel reden, das machen wir später. Okay. Nein, hat sich erledigt. Ich hatte gehofft, dass man eventuell öfters mal die Farbe am Tag holen kann, aber das kann man dann wahrscheinlich doch nur einmal. Okay. Da haben wir was. Okay, 7 Stück. Muss mal sammeln. Da. Und. Da. Ab ins Netz, ja. Das war nicht so toll. Gehen wir einmal außen und zu. So. 5. Da hinten noch. 6. Na, lauf. Und dann würden wir einfach da hinten nochmal gucken. Das ist dann so mehr Richtung Rückweg wieder. Sammeln wir da noch den letzten ein. So, haben wir. Dann können wir zu Konrad zurück. Okay, und da sind wir auch schon. Gut gemacht, Brielle. Nun muss ich sie nur noch polieren, bevor du sie mit zu Donald nehmen kannst. Oh, Level Up! Yay! Juhu! Da fällt mir etwas ein, Priel. Während ich den Bernstein schleife, frage ich mich, ob du nicht einen Sack für mich holen kannst, den ich bestellt habe. Er ist versehentlich bei den Morlandstellen gelandet, statt bei mir. Thomas Morland hat sich bei mir gemeldet und meinte, dass er den Sack bereitgestellt hat und man ihn nur abholen muss. Könntest du so nett sein und den Sack für mich holen und ihn hier zu den anderen Säcken stellen? Vielen Dank. Okay, machen wir doch gerne. Hier ist doch ein Sack. Ah, okay. Wir müssen ihn da hinstellen. Alles klar. Hat einen kleinen Augenblick gedauert, bis ich das geschnallt habe. So, wo steht der denn? Thomas, wo hast du den Sack hingestellt? Hier nicht. Steht der im Dings? Da drinnen? Ah ja, da. So. Dann bringen wir den mal zurück. Da, wo er hingehört. So. Das haben wir auch. Vielen Dank, Priel. Bitte. Kriege ich jetzt beim Bernstein? Nun habe ich den Bernstein glatt geschliffen, genauso wie der Schneider Donald ihn haben will. Ich kann dir leider nicht sagen, wozu der Schneider diese Steine hier verwendet. Aber wenn er sich sehr negativ anhört, so weiß ich, dass er deine Hilfe sehr zu schätzen weiß. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mir sicher bin, dass er sich bei dir erkenntlich zeigen wird. Nimm diese Steine nun mit zum Schneider Donald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke, ebenso. Und dann bis bald. Da er ja auch eine Quest für uns hat, wird es gar nicht so lange dauern, bis wir wieder hier bei ihm sind. So, aber jetzt machen wir erstmal Donald zu Ende mit seinem Bernstein. Mal gucken, was das noch auf sich hat. So.
Okay. Da sind wir auch schon. Vielen Dank für deine ganze Hilfe, Brielle. Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben, aber dank dir ist nun doch alles gut gegangen. Als Dank für all deine Hilfe möchte ich dir gerne ein Valentinstagsgeschenk geben. Ich hätte meine Bestellung niemals ohne dich fertig machen können. Ich bin fast fertig mit dem Geschenk. Es fehlen nur noch ein paar kleine Stiche. Weil du mir schon geholfen hast, könntest du noch die fertigen Bestellungen an die Leute austeilen. Während du das machst, kann ich dein Geschenk fertig machen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Okay. So, wo müssen wir denn die Sachen hinbringen? So wie es aussieht, nur hier in dem Dings. Benutze Karton. Ah, vier Stück. Bitteschön. Und der kriegt auch was. Und wer war denn das noch? Ah, Lenz heißt er, ne? Ja. Ach nee, Lenz nicht. Das war... War das Lenz? Ja doch, dem haben wir jetzt gegeben. Ach, und dann war das genau Steve noch, ne? Der hatte doch auch was bestellt gehabt. So, Steve. Gut, dann können wir wieder zu Donald zurück und mal gucken, was er uns Schönes gemacht hat. Ich habe noch Wolle im Inventar. Die konnte ich jetzt überhaupt noch gar nicht mehr abgeben bei Donald. Schauen wir mal. So. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Hier bekommst du ein Valentinstagsgeschenk von mir. Es ist ein süßer Teddybär, den ich für dich genäht habe. Er ist doch lieb, oder? Du kannst ihn in deiner Satteltasche haben, wenn du willst. Dann können alle deine Freunde ihn sehen. Ein Teddy. Ein grünen Teddy. Cool. Wir haben gar keine Satteltasche dabei. Das ist, könnten ja eigentlich, demnächst mal eine Satteltasche für ihn kaufen. Denn, achso, wir können Abholservice nutzen. Obwohl, ne, wir können gleich hier nach Fort Pinter gehen. Gehen wir nämlich jetzt zu Catherine rüber. Genau. Da können wir gleich mal nach einer Satteltasche gucken. Weißt du, also ich würde jetzt ganz gerne eigentlich, ich bin mir mit den Farben bei ihm immer noch nicht so sicher, was wir da machen. Ich finde so, das Schwarz-Weiße steht ihm ja auch ganz gut. Aber ich wollte eigentlich, dass jedes Pferd so sein eigenes Zeugs hat. Ja, aber ich bin mir da noch nicht sicher, was wir hier mit ihm machen. Noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Okay, ich glaube, ich sollte mal ein Schrittchen weiter vorlaufen. Dann können wir das wahrscheinlich besser sehen. Okay. Und vielleicht sollte ich mich nochmal versuchen, ein bisschen zu drehen. Okay, so, jetzt haben wir freie Sicht. Eine weiße gibt es hier. Wenn wir den ganzen hell machen, irgendwie komplett wirklich in hell versuchen zu machen. Das sieht aber nur bei einem weißen Pferd wirklich toll aus, das komplett in weiß zu machen. Wie gesagt, bei ihm wäre eigentlich braun das, was ich anpeilen würde. Theoretisch. Braun-weiß. Dann würde ich doch einfach jetzt mal eine braune Tasche kaufen. Denn wir haben ja noch eigentlich so viele Gebiete vor uns, wo wir noch gar nicht waren. Und wo man eventuell dann ja auch noch neues Zaumzeug und Sattel und so herkriegen kann, was wir noch überhaupt nicht gesehen haben. So, wir nehmen jetzt mal die braune. Vielen Dank. Ui, und da haben wir unseren Teddy. Okay, toll. Super. Ja, dann weiter nach, wo wollten wir hin? Nach Jorvik rüber, ne? Nach Jorvik, nein, nach Jallaheim. Jorvik sind wir ja. Ja, auf jeden Fall würde ich ihn, wie gesagt, gerne braun-weiß machen. Und auch, dass der Teddy kommt dann natürlich da wieder raus, da kommt dann ein weißes Tier rein. So ist eigentlich der Plan. Damit so mit diesem hellgrauen grauen Sattel, da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Also ich würde Sattel und Zaumzeug gerne in braun machen. Da muss man nochmal schauen. Ich guck mal, ob ich da irgendwas Passendes irgendwo finde. Und dann, ja, das schon gehen. So, ich hoffe, das dauert nicht zu lange hier jetzt.
In Jalheim angelegt. Okay, nee, dann würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle den Part beenden und im nächsten Part sehen wir uns dann in Jalheim wieder. Also bis denn. Ciao, ciao.